So, ho, ho, da sind wir wieder zurück, meine Lieben. Ich hoffe, ihr habt eure Gehirne noch unterm Arm geklemmt. Wir starten in die zweite und für heute leider auch schon letzte Runde von unserem kleinen Stream gegen die Einsamkeit. Aber seht's mir nicht nach, aber ich bin ein wenig müde, nicht wahr? Okay, da hinten ist wieder so ein Octopussy, Dingsbums, Fischi, Langgift. Da, über alle Fenster hinweg sogar, ist ja beeindruckend. Wir sind aktuell dabei. Blau plus Rot ist Lila und Rot plus Grün ist Braun. Rot und Grün hatten wir aber doch, glaube ich, gerade versucht, oder? Und Rot und Grün wollte er nicht. Da meint er, das sieht komisch aus. Aber Lila klingt für mich auch eigentlich ganz geil, ne? Aber wenn jetzt hier der gute Mega-Parmesan meint, da kommt nichts von dem bunten Kram rein, sondern was anderes, direktes. Wie kriegen wir denn verdünnten Grog? Wir hatten doch schon mal irgendwo verdünnten Grog. Wer hatte denn verdünnten Grog? Er hatte verdünnten Grog, bevor wir Alkohol kaufen durften. Ich wiederhole mich, unser Freund mag keinen Alkohol. Ja? Ist das denn alles Alkohol? Excuse me. Yeah, boy? Mal sehen. Bartender, give me a drink. Name your poison. Dotterbarts Liebling. Ich bin mich gar nicht mehr durstig. Come to think of it, I'm not that thirsty. Don't have the stomach for it, eh? Nice place you have here. Well, see ya. Alkoholfreies hat er mir ja nur gegeben, als er dachte, ich wäre noch nicht volljährig und dürfte nichts kaufen. Aber jetzt sind wir ja volljährig und dürfen was kaufen, deswegen gibt er uns keine alkoholfreien Sachen mehr. Kann ich ihn irgendwie davon überzeugen, dass er mir doch wieder Alkoholpreis gibt? Weil das ist ja alles mit Alkohol, oder nicht? It's a blue drink in a broken glass. It's a yellow drink in a broken glass. It's a red drink in a broken glass. Mehr als dass sie verschiedene Farben haben, wissen wir nicht. Wir wissen, also es scheint alles mit Alkohol zu sein. Oder ist einer dieser Drinks ohne Alkohol? Weiß das noch einer? Am Anfang hat er uns mal dieses verdünnte Grog-Zeug gegeben, aber ich habe keine Ahnung mehr, welche Farbe das hat oder wie das hieß. Kann natürlich sein, dass irgendwas davon das ist. Aber ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr, Leute. Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht ist es das Blaue. Aber dann merkt das halt an der Farbe wieder. Es muss ja schon diese Farbe auch haben. Das Einzige, was ich habe, was in die Farbe geht, ist Holzpolitur. Aber das willst du nicht trinken. Das kommt nicht gut. Von der Cross, mein Lieber, du hast ja wohl offensichtlich irgendwie so eine Lösung am Start. Habe ich denn das, was ich brauche, schon im Inventar oder muss ich noch was organisieren? Das wäre so ein kleiner Hinweis, der mich interessieren würde. Und Draggy, willkommen zurück, willkommen zurück. Der Grüne war der Spucktrink, ja. Aber da wird er, glaube ich, an der Farbe dann ja erkennen, dass das kein Grog ist, ne? Der ist ja knallgrün. Weiß nur, dass Alk tabu ist. Gut. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, wir können es einmal mit der Politur besuchen. Das wird nicht gehen. Bei diesen Piraten stehen noch Flaschen mit normalem Grog rum. Kann er davon harten Grog auskippt hat, was ins Glas füllen? Ja, aber Grog ist ja wieder Alkohol. Das ist ja tabu. Puh, die Idee ist cool, aber ist tabu. Ist tabu. Jetzt mal gucken, was hier abgeht. Jo. Weißt du, da hast du einmal. Ach, so schön. So schön. Wo kriegen wir denn jetzt alkoholfreien Grog her? Ich
Wenn man rot und grün mischt, bekommt man braun. Aber da sind ja halt in beiden Getränken ist Alkohol drin. Und Guybrush trinkt keinen Alkohol. Wir können es mal probieren. Ich wäre der Meinung gewesen, ich hätte rot und grün gerade eben auch schon ausprobiert. Das klappte, glaube ich, nicht. Aber wir probieren es einfach mal. Aus Mangel an weiteren Ideen können wir es einfach mal ausprobieren. Where do you want to go? Vielleicht ist auch nur Wasser drin. Immerhin schleppst du einen Affen mit dir rum. Hä? 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 Du, hä? Ist da was bei der Party zum bei der Gouverneurin? Das musst du denn gerade erreichen, Fuchs. Ich muss, ich zeige dir gleich. Warte, wir gehen mal hin, dann kannst du es sehen. Wir probieren jetzt nochmal das Gemixe. Und wenn das nicht geht, dann überlegen wir weiter. Ich zeige jetzt erstmal den guten Kingdom Hearts, was wir machen müssen. Back again, eh? Let's get this over with. Come on in. Hallöchen, also. I'll get us set up. Wir haben diese etwas überbeladenen Piraten auf Rente. Especially with all the people trying to get into my house. Das zu krass ist, dass wir das trinken können. I guess you want to go through with this. Here's your drink. Deswegen nehmen wir diesen Drink. You ever tried booze from the West? It's rather sweet. Schütten ihn. It's weaker than a sponge soaked in water. My buddies and I drank it faster than we could open the bottles. Hold on. Then my mixen jetzt andere Sachen rein. Was hatten wir jetzt gesagt? My girlfriend went with it. Rot und grün, ne? I took up rum. I don't want to use all of this. Are you sure langsam. You don't want to back out? No, thanks. I'm a pro. Du musst doch richtig schnell sein. You drink first. Oh, your grog's a funny color. It might have spoiled. Take mine. I'll go get more. I found this great drink from Nehmen? A foreign land. It's rather sweet. But it's powerful medicine. Used to drink barrels and barrels of it. All gone. Then I realized that I relied on it to get up in the morning. I don't want to use all of this. I don't want to use all of this. My next drink of choice was rum. Are you sure you don't want to back out? No, thanks. I'll be fine. You drink first. Oh, your grog's a funny color. It might have spoiled. Take mine. I'll go get more. My usual drink used to be a strange drink made by cannibals. It's smooth as a pirate's savvy. But it's weaker than a sponge soaked in water. I don't want to use all of this. Und rot. I had cases and cases of it. I don't want to use all of this. Probieren wir es mal aus. Then there was a shortage of it a few years ago. My next drink of choice was rum. Are you sure you don't want to back out? No, thanks. I'll be fine. You drink first. Oh, your grog's a funny color. It might have spoiled. Take mine. I'll go get more. Okay, warte. There's a special drink that I like. It's rather sweet. But it's stronger than a mule team. Never could get enough of that stuff. I don't want to use all of this. I don't want to use all of this. Then I came to my senses. I don't want to use all of this. Hab ich alles reingeschüttet. Alles was geht. That's alle why Farben. I started drinking rum. Are you sure you don't want to back out? Das kann no, doch nur noch braun werden. I can hold my own. You drink first. Oh, your grog's a funny color. It might have spoiled. Take mine. I'll go jetzt get probier ich nochmal die Holzpolitur. On the ship we had a drink that we couldn't live without. It's a bit on the bitter side. But it slides down the throat like fire. All gone. My buddies and I drank it faster than we could open the bottles. I don't want to polish that. Nee. Then the taxes on it were raised. Vielleicht mal nur blau. I don't want to use all of this. But I needed something else. Flasche voll so rum. I drank rum. I can't hold my alcohol. Are you sure you don't want to back out? No, thanks. I can hold my own. You drink first. Oh, your grog's a funny color. It might have spoiled.
Take mine. I'll go get more. You ever tried booze from the West? It's sharper than a forked tongue. But it's got a wonderful aroma. All gone. Used to drink barrels and barrels of it. Then there was a shortage of it a few years ago. Hat nur Flaschen voll mit rum. My next drink of choice was rum. I shouldn't take rum's mug. Wir brauchen was anderes. Also entweder ist es eine Farbkombination, die wir noch nicht gereiht haben, weil die Getränke, die wir da bekommen, alle alkoholfrei sind, weil er ja glaubt, wir sind noch zu jung oder so. Weil, ich weiß es nicht. Er muss den Grog mit was Ungefährlichem austauschen. Genau, das ist der Plan. Also wir müssen momentan das Getränk austauschen mit irgendetwas, was Guybrush auch trinken kann. Wieso geht das Inventar nicht mehr auf? Weil ich nicht. Ich kann das Inventar nicht mehr öffnen. Warum er? Oops. Back again, eh? Let's get this over with. Come on in. I'll get us set up. Hier geht's. Excuse the boxes. I haven't had time to put them all away. Hat die Farbe was damit zu tun, was er sagt? Gleich wechselnde Kombis? Nope. Farbe. Also das, er sagt immer das Gleiche. Jetzt geht das Inventar wieder auf. Keine Ahnung, Mann. Er sagt immer das Gleiche, dein Grog hat eine komische Farbe. Also die Farbe hat schon was damit zu tun. Es kann natürlich wirklich eine Kombination sein, die wir hier haben müssen. Wenn es denn diese Drinks sind, vielleicht sind wir auch völlig auf dem falschen Kurs und es gibt was ganz anderes, was da rein muss, was wir vielleicht gar nicht haben. Das kann halt sein. Das würde mich jetzt halt wirklich interessieren, bevor wir da jetzt ewig rumprobieren, wäre das schon ein nicer Hint, zu wissen, ob wir auf der richtigen Spur sind oder ob wir komplett falsch sind. Ist da noch irgendjemand am Start, der das Game schon mal durchgespielt hat und noch weiß, was man hier machen muss? Oder eben mal eine Lösung googelt? Ich will nicht selber googeln, weil wenn ich die google, dann sehe ich ja die Lösung. Aber hier kann sie sich jetzt gerne ruhig einer kurz die Lösung einmal reinpfeifen. Ich persönlich vermute, wir müssen die Farben miteinander in einer richtigen Kombination mixen. Das ist, ich denke, es sind drei Stück. Und da sind es sind halt sehr viele Möglichkeiten. Ich denke, das wird es sein. Aber es kann auch sein, dass wir wirklich irgendein ganz anderes Getränk finden müssen. Aber da wüsste ich nicht mehr wo. Ah, Mega Pause hat gesagt, da wird was anderes drin, was keine Mischung ist. Aber was? Was? Da macht das vielleicht betrunken, damit er nichts mehr checkt. Das ist der Plan. Wir müssen den betrunken machen, damit er nichts mehr checkt. Aber dafür dürfen wir selber halt nichts trinken. Und dafür müssen wir erstmal einen Fake-Grog bekommen, den wir in unseren Becher füllen können. Und bis jetzt ist uns das noch nicht so gelungen. Nein, was er sagt, wenn er Nachschub holt. Ja, das sind, aber das ist egal, was er da sagt. Das hat jetzt keinen besonderen Hinweis. Das ist einfach nur Gebrabbel. Ich habe was gefunden, dass man einen Umschlag öffnen muss, um einen beinahe Grog zu bekommen. Ein Umschlag aus dem Gefängnis. Okay. Mr. Guybrush Threepwood, arrested for infractions too numerous to list. It's empty. It's empty. It's empty. It's empty. Wir sind beide leer. Was war denn drin? It's blank. Was war denn drin in den Umschlägen, dass wir da einen beinahe Grog bekommen? Wir können auch mal ins Gefängnis gehen, vielleicht habe ich da was übersehen, aber es gab da nur diese beiden Umschläge. Die hatten wir auch aufgemacht und da war auch irgendwas drin, aber ich weiß nicht mehr was. Das ist zu lange her, Mann. Gehen wir nochmal ins Gefängnis, komm. Schadet ja nicht. Kann man vielleicht die Gläser im Inventar kombinieren? Nee, da sagt er, das geht nicht, da könnte ich mich ja an den Scherben verletzen. Also ich kann das nur in den Becher reinschütten. Man kann aber die Gläser miteinander nicht kombinieren, das geht leider nicht. Können wir nochmal versuchen, aber dann sagt er mal, nö, ich will das nicht mixen. I think I should save this for later. Maybe I can impress Elaine with how far I can spit.
So, ne, hier ist nichts mehr. Die waren hier, diese Umschläge. Die haben wir auch eingesammelt. Wir haben die auch beide geöffnet. It's empty. It's empty. Ne? Jetzt gehen wir nochmal zur Party. Das war ja auch ein guter Punkt. Vielleicht gibt es auf der Party so einen Fast-Grog oder so. Pony Lane. Die Umschläge in den Krug tunken. Ja, ich hoffe nicht. Wir gehen jetzt mal zu Elaine. Vielleicht, mache ich denn? Da ist doch gar nicht Elaine. Absolut kein Plan. Ich bin auch ratlos. Absolut ratlos, aber wir werden jetzt einfach mal rumprobieren. Jetzt gehen wir nach Booty Island. Dann gehen wir auf die Party und vielleicht finden wir da was. Könnte ja sein. Gehen wir mal gucken. Hast du sie einen Trichter für die Gläser? Leider nein. Geh noch mal zum Gefängnis, okay? Mach ich gleich. Also hier ist definitiv nichts außer dieser Fisch. How's work? One for the road! Too late. They're already picked clean. One for the road! Some party. Huh? One for the road ist der sogenannte Schlender hier, nennen wir das bei uns. Der Schlender. Düste. You know, I heard some guys talking about Marley's bust. This must be it. I don't want to break anything. Elaine would kill me. Comfy. I better not muss up Elaine's sheets. Hey, it's Kyle Katarn. So, okay, wir gehen nochmal zum Gefängnis. Gellin Kali hat da noch eine Idee. Schauen wir mal. How's work? You hear the one about the polar bear with the hair lip? Okay. Ich überlege auch so heftig, wo man den noch herbekommen könnte, Mann. Keine Ahnung, Alter. Ich habe keine Ahnung. Where do you want to go? Warte, ich kriege wieder Gehirnfrost. Bad Island. So. Ab zum Gefängnis. Ich bin wieder im Gefängnis. Ich hab nur den Knochenmann und das Bett. Was ist denn in der Flasche, die du schon hast drinne? Welche Flasche meinst du? Ich habe nur so Gläser. Wir haben ein rotes Glas. It's a red drink in a broken glass. Da ist ein roter Drink drin. Dann haben wir ein grünes Glas. It's a green drink in a broken glass. Da ist ein grüner Drink drin. Leider, man weiß nicht mehr, was das ist. Es sind nur die Farben. One for the road gleich Heiermann. Früher 5 Mark Stücke, heute eher 5 Euro. Was ist denn der Heiermann? Bei uns heißt es einfach Schlender. Und das ist halt, wenn man sagt, so, jetzt ist aber Schluss hier. Ein Schlender noch, das kann dann alles möglich sein. Ein Bierchen noch oder ein Schnäppchen noch. Im Netz steht was von einem vanillafarbenen Umschlag. Vanilla? Manila haben wir hier. Und Gorilla, aber nicht Vanilla. Wahrscheinlich meinen die Manila. Tränkchen? Nee, kannst du nichts mehr machen. Alles, was anfassbar ist, kann man sich highlighten lassen. Und highlightbar ist das Bett.
hier und der tote Gefangene. Neben dem Fernrohrschränkchen liegt nur Manila- und Gorillafarben. Neben dem Fernrohr. Neben dem Fernrohr habe ich eine Planke und Kartenstücke. Der Fuchs hat wahrscheinlich das Spiel kaputt gemacht, ja, das wird mir ähnlich sehen jetzt, sag ich mal, ne? Das ist ja beeindruckend. Soll ich jetzt mal selber nach einer Lösung mitgoogeln? Frage für einen Freund? Ich habe jetzt echt keine Idee mehr. Ich weiß es nicht. Ich wüsste jetzt nicht, was wir noch machen sollen. Ich hatte keinen, also ich würde jetzt überall rumlaufen und mit allen Leuten reden und gucken, ob ich irgendwo was übersehen habe, aber das, glaub, das ist ein bisschen langweilig, ne? Nachdem du das Gefängnis verlassen hast, kannst du gleich mal das Flugblatt von Captain Kate Capsize auf das Fahndungsplakat, auf dem noch dein Konterfei zu erkennen ist, kleben. Dann wird die vielleicht eingebuchtet und dann gibt's irgendwie was. Probieren wir das mal. Das ist es. Und wenn wir jetzt in den Jail reingehen, vielleicht sitzt sie da jetzt drin. Vielleicht doch nicht sofort. It's Captain Kate. Vielleicht müssen wir erst zurück zu Captain Kate und mit ihr reden oder so ein Scheiß. Mal gucken. Das könnte es aber jetzt werden. Das könnte sein. Das ist ein guter Hinweis, Alter. Ohne Spaß. Ach, guck mal. Excuse me. Aren't you Guybrush Threepwood? No, my name is Kate Capsize. You must have me confused with someone else. Kate, eh? That's an unusual name. Perhaps you have some identification. My ID is on my ship. Wait here while I go and get it. Nice try, Guybrush. I don't know how you got out of the jail, but I'm taking you back in. Where do you want to go? Ich möchte wieder zurück nach, Pat Island, so. Da wird nämlich jetzt wahrscheinlich dann ein Umschlag von ihr drin sein, wo ihre Wertsachen drin sind. Und da wird dann dieser Grog drin sein. Alter, da wären wir ja nie im Leben drauf gekommen. Da ist der vanillafarbene Umschlag. Alter, was? Was? Fools. Und da wären wir doch nie drauf gekommen. Hey, there's some near grog in here. Who is this Peepwind character anyway? Peepwind? They can't keep me locked up. Peepwind? Okay, Leute, es kann weitergehen. Alter, da wäre ich aber ohne eine Lösung niemals drauf gekommen. Niemals. Vor allen Dingen, du kriegst ja nicht die Connection, dass du etwas aus einem vanillafarbenen Umschlag brauchst, ja? Haiermann gleich an der Kneipe. Hast du für mich einen Haiermann? Ich bin pleite, lauf nach Hause und nehme noch ein Bier mit für den Weg. Kannst du die freilassen? Ach was, soll ich das machen? Das war eine schwere Geburt. Was soll denn so was kommen? Hier ist übrigens noch die Erklärung zur Pumpe und dem Affen. Nutzbarer Wortwitz. Um so einen Hydranten zuzudrehen, braucht man einen Schraubenschlüssel und nicht einen Affen. Aber im Amerikanischen heißt so ein Gerät in der Umgangssprache Monkey Wrench. Ah, ich hatte tatsächlich... Ja, ist doch gut. Idiots. Habe ich nicht sogar den Schlüssel? Nice. I'll figure a way out of here. Hatte ich nicht sogar den Zellenschlüssel? I don't think it'll work there. Fools. Hey. Uh-oh. I can explain. Thanks for letting me out of there. You'll have to excuse me if I don't stick around. I've got to find out who framed me. Ach so. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Siehst du, haben wir sie freigelassen, dann freut sie sich auch wieder, ne? Tatsächlich das mit dem Wortwitz. Ah, wo war das denn? Ich glaube, in irgendeinem der GameStar... Kisten, wo sie so über alte Rollenspielklassiker so geredet haben, da haben sie da auch drüber diskutiert, dass halt in der deutschen Übersetzung natürlich dieses Rätsel nicht mehr funktioniert, weil wir das hier so nicht kennen.
ne? Dann ergibt das natürlich Sinn. Für uns kommst du da nicht drauf. Kommst du nicht drauf. Where you want to go? Where you want to go? Ich möchte bitte... Wo müssen wir hin? Wir müssen auf Fat Island bleiben. Ja. Ich glaube, ich bin einfach schon zu müde. Aber 34 Minuten müssen wir noch durchhalten, Leute. Die schaffen wir noch. Mit euch an meiner Seite kann nichts schief gehen. Oh, da gehe ich da richtig schön Hayapuru machen, nennen wir das bei uns, ne? Ohne einen Schlender. Beziehungsweise ein Hayamann. Aber ich muss sagen, also Hayamann versus Schlender, da hat der Schlender ja eindeutig gewonnen. Hayamann klingt echt ein bisschen, kacke, ne? Krieg ich nur einen Hayamann? Was heißt das halt? Schlender. Ein Schlender noch und dann gehen wir. Das geht einfach. Ein Schlender und aus dem Schlender werden meistens 3 oder 4. Also ein Schlender, der muss nicht final sein, ne? Können auch mehr werden. Aber da leitet man den Nachhausegehen-Prozess ein. Der kann länger dauern. Back again. Ja, ja, da bin ich wieder. Let's get this over with. Yep. Come on in. I'll get us set up. Don't you know when enough is enough? Was weiß ich. You know you're not gonna beat me. Ganz früh aufstehen. I'm the best at this contest. Ich habe das letztes Mal nicht gemacht, okay. Und es ging gar nicht. Let's get on with it. Here's your drink. Deswegen machen wir heute nur 2. Ich bin auch echt ein bisschen durch. I used to like this drink when I was younger. Tastes just like chicken. But it's weaker than a sponge soaked in water. Used to drink it all the time. All gone. Aber ich wollte auf jeden Fall trotzdem hier sein. I came to my senses. Are you sure you don't want to back out? No, nee. Thanks. I can hold my own. You drink first. Ehre. Was eine Geburt, Alter. Now it's your turn. He is dead. Naja, also, unconscious. Unconscious? Oh, man hört so richtig so die Fliege. Okay, also, dann nehmen wir erstmal so einen Becher mit. Können wir mal gebrauchen. Noch ein Becher. I think I'll leave it here for Rum Rogers. Okay. So, jetzt gucken wir mal. Uppala. Nice. Ja, nee. Hier muss die Falltür öffnen. Erstmal schauen wir mal. Fliegestein. A brick is a brick is a brick. Kannst du den nehmen? I don't want to carry that around. Wo ist denn da ein Ziegelstein? Falltür? Warum wird dieser... Ach, Ziegel... Hä? Schieben? Wow! Okay, das war cool. Au! Da ist die Karte gewesen! Okay. I'm too short. Ist das Loch im Ziegelstein für die Linse? Ich denke mal. Ich denke auch mal. Ich hoffe, der Typ ist jetzt immer noch im Arsch. Ich habe keinen Bock, das ganze Spiel nochmal zu wiederholen. Naja, liegt da zum Glück noch tot rum. Alles gut. Ja, wahrscheinlich müssen wir... Probieren wir das mal. Linse mit diesem Ziegelstein? Nee. Das geht leider nicht. I don't have a use for it. Soil the king's image? Sacrilege! Hmm. Ach, man. I don't think it'll work with that. Muss wahrscheinlich den richtigen Ziegelstein auswählen, wo das Licht hin zeigt. Okay, machen wir nochmal. Komm. Mit dem Loch. So wie bei Cold Mirror hat sich das Genick gebrochen, aber sonst geht's ihm gut. Da ist doch gerade das Ding auch aufgegangen, oder nicht? Das hat doch gerade ein Geräusch gemacht, als das Licht reinschien, oder nicht?
Genau den mit dem Loch. Funktioniert nicht. How to play. I think I should save this for later. Maybe I can impress Elaine with how far I can spit. Nee. Hammer? Nee. Nochmal drücken? Probieren wir das. Whoa! Okay, man nennt das ja eigentlich Wahnsinn, ne? Immer das Gleiche machen und zu glauben, dass ein anderes Ergebnis dabei rauskommt. Hat sich das irgendwie gedreht, die Rutsche, durch das Licht? Ich verstehe das nicht so. Mrs. Gernicke? Mrs. Gernicke? Ich verstehe das nicht. I still can't make heads or tails of it. I think I need an expert. Ich verstehe das nicht, McGonagall. Das müssen Sie mir nochmal erklären. Looks like he died while taking a bath. Ja, dem geht's aber. Also, wenn ich. Das ist einer der schönen Tode, so. Einfach während der Badewanne leicht davon schlummern, ne? Yeah, I don't wanna touch it. Okay, dann halt nicht. No house should be without one of these. Ja, mehr ist hier dann wohl nicht, ne? Gut, dann gehen wir mal zum Kartenmeister. Da kenne ich genau den richtigen. Der freut sich auch, wenn er seinen Dings mal wieder zurückbekommt, seinen Monokel oder was auch immer er da hat. Und dann geht es schon. Where do you want to go? So, gehen wir zurück nach Scab Island. LeChuck, sir, I got good news and I got bad news. The bad news is that Guybrush has found the last piece of the map. Nah. What? The good news is that I got a plan that can't fail. Ah. You see, he must take the map to a cartographer to have it deciphered. I'll head him off before he gets there. If your plan fails... It will not, your voodoo lordship. So, Elide, moin moin! Na, seid ihr fertig, euch über mich lustig zu machen? Habt ihr euch auch den richtigen Zeitpunkt ausgesucht? Schön, während ich streame, damit ich mich nicht wehren kann. Ah, Grüße gehen raus an die Family, ne? Kannst du direkt mal bestellen, ja? Immerhin siehst du auch ordentlich wasted aus, ne? Aber ich hab's mal wieder abgeschossen, muss ich mal zugeben. So, wo wollte ich jetzt hin? Zum Kartenmann. Noch lange nicht. Ja. My mom would help me find it, if she were alive. Kacke, das Monokel-Ding ist ja weg. Da muss der bestimmt die Linse bekommen. Er kriegt bestimmt die Linse. Ah, that'll work. Thanks. Siehst du wohl. So, Junge, ich hab hier Karten. Hi, ich frage ihn erstmal, ob er mir helfen will. Oh, hello, Mr. Brush. Mr. Brush? Would you mind if I just looked around? No, be my guest. Pass mal auf, mein Freund. Ich hab hier Kartenteile. What's this? A map? Looks like only part of a map. I've got the rest of it right here. Very interesting. Can you put it all together into one map for me? I'll do it for you if you'll run an errand for me. Okay. Go to the International House of Mojo and ask the fortune teller if my love potion's ready. Okay. I'll try to have this done for you when you come back. Love potions. Dann mal los. Alter, die Müdigkeit, sie kickt rein, ey. So, wo bist du hin? Zum Mojo. Zum Mojo. Nein, sei still, Siri. Fahren wir mal los. Schön die Fledermäuse hier am Stissel. Ich sag's euch, Leute. Ich sag's euch.
Ja. Back again, Mr. Threepwood. Back again. Oh, Wally schickt mich was abzuholen. Ist die Bestellung schon ready? Frag für Wally. Wally sent me to pick up some love potion. Oh, okay. Tell him I said to enjoy, but to be careful. It's powerful stuff. Wouldn't want that little guy getting hurt. Wait, I just felt a sudden disturbance in the force. Ja. As if a tiny, tiny voice just called out in fear and then hastily scratched a message in a table. I think Wally's in trouble, and I think LeChuck has something to do with it. Uh-oh, I better go check. Ich glaube auch, dass Wally gerade Besuch bekommen hat. Aber schön, diese Erschütterung der Macht. Das fand ich sehr gelungen. International House of Mojo. Fledermäuse sind richtig cool. Bei meinen Eltern fliegt die auch immer rum. Ich habe eine Zeit lang in der Nähe von Bad Segeberg gewohnt. Alter, mein Gehirn, Alter. In der Nähe von Bad Segeberg gewohnt. Und in Bad Segeberg gibt es auch eine Fledermaushöhle. Die kann man sogar, glaube ich, besichtigen. Auf jeden Fall gibt es ein Fledermausmuseum. Und da waren tatsächlich auch natürlich immer einige Fledermäuse in diesem Kalkberg und um den Kalkberg herum. Und einmal hatten wir auch eine, die sich nachts in unser Haus verirrt hat und dann eingefangen und wieder nach draußen getragen werden musste. So, gucken wir erstmal, also erstmal Zeit zum Quatschen und dann gucken wir jetzt mal nach dem guten Wally. Den geht's sicherlich noch super. Where'd he go? Someone's hastily scratched a message here. It just says, LeChuck. Oh no, LeChuck's kidnapped the cartographer. The poor little guy. Hey, he has my map. Und nun? It's a pile of blank paper. I can't reach it. Wie, du kannst das nicht reachen? Sie ist hier. I can't reach it. Bleibt unterm Bett. Guck mal danach. Bestimmt versteckt. Reminds me of a dollhouse I once had. I mean, my sister once had. It's too small. Nice map. Nice map. Nice map. It's a pile of blank paper. I've got enough. It just says LeChuck. Lass mal abhaus hier. Was ist denn da drin? Let's see here. There are some matches in here. And something that says love bomb on it. Liebesbombe und Streichhölzer. Sehr schön. Können wir mit dem Liebestrank der Voodoo-Dame erreichen, dass sich LeChuck in uns verliebt und dann ganz lieb wird? Könnte man mal ausprobieren, ne? Vielleicht liebt er uns später. Jetzt nehmen wir mal das leere Papier und... That doesn't seem to work. Ich dachte, wir können das so abpausen oder sowas, aber läuft nicht. Okay, mehr geht hier jetzt auch wieder nicht. Ich gehe erstmal raus und gucke, ob was triggert. Es triggert nix. Und jetzt? Was machen wir denn jetzt? Governor Marley vielleicht. Ich frag mal die Governantin. Vielleicht mag sie mich wieder. Oder Liebestrank auf Marley. Gute Idee. Dann hilft sie vielleicht wieder. Genau, guter Plan. Lass mal nach zu Marley gehen. Wenn sie denn noch da ist. Die ist ja irgendwie abgemoved. Aber vielleicht ist sie jetzt wieder zurück. Where do you want to go? Where do you want to go? Ich möchte bitte nach Booty Island. Und hier gehen wir erstmal Governor Marley besuchen. Die Welt braucht viel mehr Liebe. So sieht's aus. Da kann ich nur unterschreiben. Düt, 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 düt. Some party, eh?
Die ist leider nicht da. Oh, Truhe öffnen. Haben wir sie schon mal aufgemacht? It's just a porcelain replica of the chest. I hate that knick-knacky junk. Das ist voll die Verarsche. Also hier ist sie nicht. Mantel. I'm warm enough in the one I have on. Ist sie das vielleicht? Nein, ne? Try the fish. Pretty good turnout. For old time's sake! So, how do you know Elaine? You're the one about the polar bear with the hair lip? Yeah, last week. So that's what I told her. I'm like, why don't you walk the plank? You know, that's what I'm saying. Nicht ganz so frei andere. Nor rock! Und schon bin ich wieder lost. Ich geh jetzt mal wieder zum Küchenchef rein. Wir sind ja dicke Kumpels. Vielleicht weiß er, wo Elaine ist. Hallo! Um Gottes Willen. Okay, gehen wir lieber raus. Das will ich mir lieber doch nicht mit ansehen. Tja, Leute, es ist wieder soweit. Ich habe wieder keinen Plan. Wer könnte uns denn noch helfen? Vielleicht die alten Piraten am Sumpf? Wieder zurück zu ihr oder was? Dann gehen wir wieder zurück zu ihr. Gehen wir back to the Sumpf. Schnacken wir nochmal mit ihr. Sagen, er ist weg, er ist weg. Du musst mir helfen. Das könnte klappen. Oh, Alter. Oder drücke hier die Genas. Nicht gut. Kiste benutzen? Was für eine Kiste? Mal gucken. Wir gehen erstmal in Richtung Sumpf. Wir gehen erstmal in den Sumpf. Guybrush, jetzt renn mal. Wie der über die Inseln hechtet, der arme Typ, Alter. Der wird so eine Waden haben, Alter. So eine Waden. Where do you want to go? Moin. Ich möchte gerne nochmal wieder nach Scap Island. Langsam habe ich's drauf. Und gehen wir mal in den Sumpf zurück, ne? Sümpfchen? Und ich gehe schon wieder. Versteht ihr, warum das heute mit 3 Stunden nichts wird, Alter? Ich simuliere hier nicht. Oh, what the fuck? Warum, ey? Wo kommt die denn jetzt her? Hallo, Kiste. To the Ghost Pirate LeChuck. Care of LeChuck's Island Getaway and Spa. Contents, miscellaneous voodoo supplies. To the Ghost Pirate LeChuck. Care of LeChuck's Island Getaway and Spa. I think there's something moving in here. Hey, Rich. I sure could use a hand with this one. Looks like another box of live snakes. Sounds like it, too. Well, let's get it on the truck. LeChuck's Festung. In the small crate of voodoo supplies that would be his home for the next 5 days and nights, Guybrush is forced to eat bat lungs and eel bladders to stay alive. Eventually, Guybrush and the rest of the slithering cargo are delivered to the very doorstep of the Caribbean's most fearsome villain, living or dead, the ghost pirate, LeChuck. Ah, LeChuck's crate of voodoo supplies. You know, we usually don't deliver out this far, and... You guys bucking for a tip? Well, we figured since... Well, you figured wrong. LeChuck don't tip nobody. Gee, what a butt. Ick, I hate snakes. Da bist du nicht alleine, da gibt's noch so einen anderen mit einem Hut und einer Peitsche. War die schon die ganze Zeit da? Nee, ich kann dich beruhigen, die Kiste war nicht die ganze Zeit da. Wir sind nicht komplett bescheuert, die war jetzt gerade erst nach dieser Situation am Start. Bei meiner neuen Wohnung, schon ein Jahr, ist vom Balkon ein Gartenstreifen 3 bis 4 Meter breit und dann eine 2,5 bis 3 Meter hohe Hecke. Und im Sommer fliegt eine Fledermaus immer Höhe der Heckenoberkante den Garten auf und ab. Ich habe sie Fred mit dem langen E Fred genannt.
Da erinnere ich mich an Dr. Fred von Day of the Tentacle. So, dann würde ich sagen, gucken wir uns das erstmal im Original an. Ja, doch. Die ähnlichen Vibes sind am Start, würde ich sagen, oder? Dann nehmen wir mal weiter. Gehen wir mal los. Ist das schon das letzte Kapitel? Frage für den Freund. Sind das irgendwelche Testikel, die da an einer Schnur hängen? Seine wahrscheinlich. Abgenommen, da aufgehangen. Nochmal wieder Original. Na doch, es ist echt gut gemacht, muss ich sagen. Schild aus Sperrholz. Schild. Nice. 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 Hinterer Tunnel? Hinterer Tunnel. Links oder rechts? Ich hätte sie Huck genannt. The Inner World war auch so toll verbunden. Ich habe Inner World. Da muss ich den W nochmal wirklich ein großes Dankeschön aussprechen, dass er mich auf dieses wunderbare Game geführt hat. The Inner World hat einfach richtig Bock gemacht. Es war. Alleine mit dem. Das hat mich seitdem nicht wieder losgelassen, der Typ. Das benutze ich sehr oft noch in meinem alltäglichen Sprachgebrauch zur Verwunderung all meiner Leute um mich herum. Ist einfach wunderbar. So, was ist denn hier los? Hässliches Knochending? Hässliches Knochending? Und noch ein hässliches Knochending? Ja, das stimmt wohl. It's some kind of strange skeleton statue. Kannst du die mal ziehen? Cool. Ach du Scheiße. Mhm. Drücken? Nee. Ich mag Knochen. Ich fände das geil. Ich habe da auf jeden Fall eine Quelle. Musst du eben kurz den Chuck fragen. Okay, wir sind immer wieder am Anfang. Das hat jetzt nichts gebracht, aber war mal ein Versuch wert. Gehen wir einfach mal weiter durch den Torbogen. Da gibt es bestimmt irgendwie, hier oben sind wieder so Totenköpfe, da gibt es natürlich irgendeinen Sinn dahinter, ne? Ich probiere jetzt erstmal nur aus. Jetzt ist hier wieder das Ding. Alter, keine Ahnung, Mann. So hässlich ist das gar nicht. Ah, guck mal, was ist das denn hier für ein Symbol? Wer ist er denn? Ja, wer ist er denn? Ich gehe mal weiter durch den Torbogen erstmal. Dann würde ich sagen, hier durch. Ach, schade. Ist das denn Trial and Error oder kann man das wirklich irgendwie sich erschließen, wenn man Gehirnschmalz hat? Also ich jetzt heute nicht mehr, aber... Das sieht ja jetzt anders aus als gerade eben. Einfach mal weitergehen, ne? Sind wir wieder hier? Ich gehe mal weiter. Das ist wieder der erste Raum. Ich latsche erstmal ein bisschen. Erstmal ein bisschen die Gegend abchecken. Da ist wieder Nino. Wieder hier durch. Nope. Meinst du, man braucht da wieder was Bestimmtes zur Orientierung wie im Teil 1? Könnte sein, aber ich wüsste nicht woher. Guck mal, es scheint auf der anderen Seite das auch nochmal zu geben. Ja. Wir gehen nochmal wieder zurück und gucken mal, ob da irgendein NPC oder sonst wer ist, mit dem man schnacken kann, weil. Ohne einen NPC wird das nichts. Oder mit irgend. Also mit irgendwie müssen wir ja reden. Großes Schild.
Personal Schild. Einfach altes Schild. Sagt immer nur nice. Nice. Ne? Ja. Kaputtes Schild. Vernageltes Schild. Schild aus Sperrholz. Ich glaube, das ist das hier. Kann das sein, dass das der Weg ist? Und noch ein Schild. Dass wir erst dahin... Das könnte es doch sein, dass das der Weg... Dass das hier die Wegbeschreibung ist, ne? Durch die Tür mit dem Kopf. Dann einmal nach rechts. Dann nochmal nach rechts. Dann einmal nach links. Dann durch die Tür mit den zwei Köpfen. Lass mal checken. Kann sich das einer merken? Ich mach mal einen Screenshot, ja? Nö. Upp. So, mal sehen. Also, gehen wir mal rechter Hand rein. Dann gehen wir durch den mit dem Kopf. Der Kopf oben? Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Da sind ja überall Köpfe drauf. Vielleicht müssen wir... Ich gehe nochmal rechts, warte mal. Vielleicht bin ich einen zu früh. Ja, guck mal, jetzt gehen wir durch den mit dem Kopf. Dann gehen wir links. Rechts meine ich natürlich. Alter, ich bin so bescheuert. Dann gehen wir nochmal wieder rechts. Dann gehen wir links. Jetzt wäre die Tür mit den zwei Köpfen dran, aber das gibt es hier nicht. Dann gehe ich mal durch die Tür mit dem Kopf. Nee, das klappt nicht. Das... Nochmal. Lass mal eben links gehen. Dann durch die Tür mit dem Kopf oben. Aber das führt uns wieder an den Anfang, bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Ich glaube aber, das sind die Schilder, oder? Das müssen die Schilder sein. Das wäre das Einzige, was mir einfällt, sonst wären die da auch nicht so auffällig. Vielleicht muss man auch durch gar keine Türen gehen und einfach nur den Dingern folgen, aber das glaube ich nicht. Also, links. Mein Screenshot ist ausgegangen. Würde Sinn machen, würde ich auch sagen, oder? Mann, wo ist die Kack-Fotos-App? Da. Da. So. Wenn ich jetzt wieder hier reingehe, dann bin ich wieder am Anfang, oder? Ja, also. Keinen Sinn. Dann raff ich halt nicht, was mir der erste Totenschädel sagen soll. Vielleicht durch das. Führt eine Tür irgendwo hin? Die vielleicht? Oder führen die alle an den Anfang? Ja, cool. Dann ralle ich's nicht. Vielleicht ist das ja andersherum, dass links rechts ist und rechts links. Okay, versuchen wir es mal. Jetzt haben wir dann aber auch hier wieder den Fall, ein Totenkopf. Hier sind drei Türen mit jeweils einem Totenkopf drauf. Welcher soll dann gemeint sein? Werden wir durch alle durchgehen. Vielleicht ist eine, wo es dann uns auch wirklich irgendwo hinführt. Oder ich raff halt nicht, was die Totenköpfe bedeuten sollen. Nö. Tja. Ich raff's auch nicht, ja? Ich auch nicht. Könnte das klappen? Meine Güte, für so ein Rätsel bin ich heute zu müde. Ja, wir müssen doch 5 Minuten durchhalten, Leute. Vielleicht kriegen wir in 5 Minuten noch den Durchbruch. Aber jetzt guck mal, da ist ja ein Schild hier unten. Das ist vielleicht von ganz oben abgefallen. Das wird aber auch keinen Sinn ergeben. Es sei denn, das hat in diese... Nee, es ist ja eins von denen. Das heißt, es würde nach rechts
zeigen. Die Pfeile am Start sind unterschiedlich lang. Du meinst auf den Schildern, ja. Aber ich glaube nicht, dass das was bedeutet, weil woran willst du das festmachen, was dieser Pfeil bedeutet im Vergleich zu dem? Mach doch mal von unten nach oben. Ja, ist eine gute Frage. Gute Idee. Machen wir mal von unten nach oben. Die Frage ist, was ist das? Dann wäre es rechts. Okay, machen wir mal. Komm. Gute Idee. Gute Idee. Rechts. Wieder rechts. Wieder rechts. Dann wäre die Tür mit den zwei Schädeln am Start. Gibt aber keine zwei Schädel. Vielleicht zählen die dann als zwei. Aber gut, dann wären hier auch zwei. Nehme ich mal das da. Weil das direkt oben drüber ist. Nee. Wir müssen natürlich mit dem unteren abgefallenen... Kann natürlich sein, dass der... Ja, warte mal. Vielleicht zählt der auch nicht. Dann wäre es nur zweimal rechts. Oh, warte, da ist noch eins. Das habe ich übersehen. Da ist noch ein Schild. Guck mal hier. Das wäre dann rechts, rechts und dann wieder links. Das gibt doch irgendwie auch keinen Sinn. Rechts. Rechts. Das sieht vor allen Dingen immer anders aus. Das ist nicht gleich. Rechts, jetzt wieder links. Und dann müssten wir jetzt durch die Tür mit den zwei... Dann wäre es links, rechts, rechts, wieder links und dann durch die Tür mit dem großen... Vielleicht einfach nur durch den Gang und die Türen sind nur zur Verwirrung. Könnte man auch mal ausprobieren. Dann fangen wir erst nochmal von oben an. Oh, ich muss niesen. Schaffe ich es zu unterdrücken? Nein! Ja, Entschuldigung, Leute. So. Okay, warte. Auf welche Uhrzeit soll ich den Wecker stellen? Gar nicht. Stellt man so einen Wecker einfach in die Uhr rein, niesen oder was? Cool. So, warte. Also links, dann rechts. Wieder rechts. Dann links. Wieder links. Dann rechts. Rechts. Und nochmal rechts. Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit. Dankeschön. Und dann würde ich natürlich sagen, dann geht man durch diese Tür, wo ein Totenkopf dran ist, ne? Nö. Geilo, Alter. Ich hab keinen Plan, Mann. Okay, ich würde sagen, ne, das dann wohl für nächste Mal. Da können wir uns doch auf was freuen, oder was? Oder wie, oder was? Nimm noch eine Minute, speichern wir mal zusammen und guck mal, wie weit wir schon sind. Spiel speichern. Wie viel Prozent haben wir denn? 76%. Ich denke, einen Abend haben wir noch am Start, ne? Also ich denke, einen Abend wird das noch. Ich habe keine Ahnung, müsste man mal in der Lösung gucken, wie viel das noch ist. Aber ich denke, einen Abend kriegen wir wohl noch voll, wa? Vor allem, wenn wir noch so lange weiter rätseln mit diesem Gangrätsel. Also ich bin mir ziemlich sicher, es wird was mit diesem ganzen Schildergedönse zu tun haben. Beim ersten Mal bist du erstmal rein und hast dann erst mit links und so angefangen. Ist eine gute Idee an sich, aber die Frage ist, wo fängt man dann an? Links oder rechts? Weil es gibt keinen Hinweis, was der erste Gang dann sein soll, ne? Die nächste Frage. Aber ich würde sagen, damit beschäftigen wir uns dann tatsächlich nächstes Mal. Und dann würde ich sagen, ein 3-Stunden-Abend, denke ich auch. Ja, ich denke mal, mit Glück, nächstes Mal sollten wir wieder 3 Stunden schaffen. Will nichts versprechen, kann sein, dass ich dann den Tag drauf was irgendwie wieder Fahrstunde habe oder so ein Kram. Da will ich ja ein bisschen fitter sein. Da mache ich dann nur 2. Aber wir versuchen natürlich immer 3. Aber heute wäre 3 nicht drin. Ich bin hier gleich wegknacken. Ich werde jetzt schön zu liegen kommen, denn viel geht bei mir nicht mehr. Da, wunderbar, Hahn, Dankeschön.
Also, meine Lieben, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Danke für eure tatkräftige Unterstützung und eure flauschigen, feuchten Gehirne. Sehr gerne sehen wir uns nächsten Mittwoch dann wieder und werden... Okay, hat er sich da gerade was aus der Haare gepult? Ich weiß es nicht. Und werden versuchen, gemeinsam diesem Schilderrätsel auf den Grund zu gehen. Ihr dürft gerne innerlich die Woche noch mal ein bisschen nachdenken bis nächsten Mittwoch. Vielleicht fällt euch ja was Schlaues ein. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne nächsten Mittwoch wieder. Mir hat es wieder richtig viel Fun gemacht. Wir sind ja doch gut noch vorangekommen, trotz, also das mit dem Grog, das war schlimm. Ohne Lösung, muss man sagen, wären wir da nicht weitergekommen. Aber ich denke, wenn wir solide weiter so machen wie jetzt, dann kriegen wir das nächste Mal hin, würde ich sagen. Ich bin ziemlich sicher. Kurin und der gute Jens, danke für eure fleißigen Moderationstalente. Und ansonsten haut rein, wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder und bis dahin euch noch viel Spaß beim Zocken. Ich wünsche euch jetzt schon mal eine schöne Restwoche und dann ein wunderschönes Wochenende. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüssikowski, euer Blaufuchs. Tschüss.